Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Nürnberg. Endstand vor 12.931 Zuschauern 2:1. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer und wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Hecking, Ihr Fazit bitte. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg an Marcel und Holstein Kiel. Sind ja nicht gut ins Spiel reingekommen, wobei wir vielleicht nach 5 Minuten in Führung gehen können, nach dem Konter, wo Lino da auf den Torwart zuläuft. Hätte ich mir gewünscht, dass er da vielleicht nochmal den Weg kreuzt von Patrick Erras, dann wäre es eine Riesenchance gewesen, hier in Führung zu gehen. Haben aber dann in den ersten 25 Minuten richtig Probleme gehabt mit dem Gegner, der sehr variabel gespielt hat, eine Überzahl im Mittelfeld kreiert hat, die wir versucht haben aufzufangen. Das ist uns nicht gelungen, dann haben wir umgestellt, dann wurde es besser. Dann hatten wir mehr Zugriff, dann hatten wir, denke ich, zumindest vom Spielen her ein Gleichgewicht. Dann wurde es sogar ein bisschen besser, als Marcel dann auf Dreierkette umgestellt hat. Dadurch hatten wir dann den Mann Überzahl, den wir dann auch häufig gefunden haben, aber ohne dann recht letztendlich eine Durchschlagskraft zu erzielen. Kriegst dann 2-0, ähnlich wie es 1-0. In der Form dürfen die Tore nicht fallen. Das ist, denke ich, ja, das ist naiv. Ja, wie wir die beiden Gegentore kriegen. Erste Tor braucht Peter einfach nur den Ball nach rechts wegspielen, passiert gar nichts. Zweite Tor sind wir in der Mittellinie 2-1, wo wir den Zweikampf verlieren, laufen dann da in das 2-0 rein. Das ist sehr ärgerlich. Florian Flick meint, es wäre noch ein Foul im Spiel gewesen. Ich habe die Szene aber nicht gesehen. Deshalb kann ich mich da auch nicht zu äußern. Zweite Halbzeit, ja, haben wir versucht, haben wir probiert, aber wie in den letzten Wochen schon häufiger moniert, die letzte Durchschlagskraft fehlt dann, um entscheidend einen Gegner dann in die Knie zu zwingen, wobei du dann immer noch Gefahr gelaufen bist, dass du ja auch hättest noch das dritte Tor kriegen können. Dann machen wir es 2-1, dann bist du natürlich nochmal in der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr den Fuß ins Spiel reinbekommen, aber dann spätestens mit dem Platzverweis wird es natürlich dann schwer, hier dann auch noch das 2-2 zu erzielen. So, es steht am Ende, bin ich schon ein bisschen frustriert heute, weil die Art und Weise, das muss man einfach negativ sehen heute, wie wir Zweikämpfe geführt haben, wie wir gewisse 1-gegen-1-Situationen sowohl offensiv als auch defensiv gelöst haben, das ist mangelhaft gewesen. Deshalb haben wir das Spiel auch verloren, verdient verloren. Vielen Dank, Herr Hecking. Dann kommen wir zu Marcel. Deine Einschätzung bitte. Peter, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, in den letzten Spielen sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir da besser ins Spiel kommen. Ich glaube, die ersten 30 Minuten waren top von uns. Ja, wir waren gut in den Zweikämpfen, total aggressiv, haben fußballerisch gute Lösungen gehabt, hatten immer wieder Chancen. Und trotzdem, was Dieter auch angesprochen hat, war die Chance von Nürnberg da nach ein paar Minuten, wo man auch dann sieht, als aus meiner Sicht, wo Patrick Erras dann einen Sprint anzieht und alles reinhaut, um das Tor zu verteidigen. Also ich glaube, wir hatten top 30 Minuten, waren dann ein Tor. Dann auch, wie es Dieter beschrieben hat, die Umstellung ist dann so ein bisschen, da haben wir ein bisschen so den Zugriff verloren. Das war nicht mal ganz so einfach, ohne dass jetzt Nürnberg Chancen hatte. Dann haben wir auch umgestellt, dann war es wieder besser. Dann gehen wir mit dem 2-0 in die Halbzeit und wussten, dass wir da dranbleiben müssen. Und die zweite Halbzeit war dann, glaube ich, ja, ausgeglichen. Trotzdem waren wir immer spieldominant und außen nichts. Aus meiner Sicht kommt dann das 2-1. Und da muss man immer zittern. Wir hatten, glaube ich, trotzdem eine Anzahl an Chancen, wo wir auf 3-1 hätten stellen können, haben das aber nicht gemacht. Dann kommt der Platzverweis, dann denkt man, oh, okay, jetzt wird es nochmal besser. Wir sind weiter vorne draufgegangen. Und trotzdem muss man dann bis zum Schluss ein bisschen zittern. Aber ich glaube, alles in allem ein total verdienter Sieg und eine richtig gute Leistung von der Mannschaft. Und jetzt haben wir 40 Punkte, aber keiner, die Frage könnt ihr euch sparen, ob wir jetzt irgendwie das Ziel schon erreicht haben. Also wir wollen weitermachen, wollen den nächsten Dreier holen, den nächsten Spiel. Und sind jetzt erstmal glücklich, aber es wird weitergehen. Dankeschön. Danke, Marcel. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür bitte ich ein kurzes Handzeichen und dann einmal das Mikrofon. Ja, hier einmal außen. Herr Hecking, vor einer Woche waren Sie felsenfest überzeugt, dass der Club den Klassenerhalt schafft, weil Ihnen die Körpersprache auch der Mannschaft gefallen hat. Heute monieren Sie auch diese Körpersprache, diese Zweikampfhärte. Glauben Sie wirklich, jeder Spieler hat erkannt, in welch gefährlicher Situation der Club im Moment ist? Ja, das sind so Fragen, die kommen. Ja, ich kann sie Ihnen nicht beantworten, da müssen die Spieler selber fragen. Ja, ich kann nur das sehen, was ich im Training sehe. Was ich heute gesehen habe, war definitiv das, was ich nicht sehen möchte, dass wir die Vielzahl der Zweikämpfe verlieren. Ja, weil wir einfach nicht robust genug sind, weil wir vielleicht eine falsche Einschätzung in die persönlichen Zweikämpfe haben. Das geht so nicht. Und das hat der Marcel vollkommen richtig erkannt. Das war unser Problem, dass wir in der ersten Halbzeit viele Zweikämpfe nicht gewonnen haben. Dadurch entsteht Druck auf uns.
Ich sage nur mal, wenn ich sehe, wie Skripski anläuft, wie ein Fridtjonsson anläuft, wie ein Reese anläuft, wie ein Holtby anläuft und ich sehe dann, wie unsere Offensivspieler anlaufen, die laufen um des Laufenwegens, aber nicht um den Gegner weh zu tun. Wenn Sie unsere Abwehrspieler heute fragen, wie sie sich gefühlt haben, ob sie permanent Druck gespürt haben, werden die alle sagen, ja. Und wenn ich die Abwehrspieler von Kiel fragen würde, die würden alle sagen, nein. So, und das ist der entscheidende Unterschied. Und wenn wir das nicht verstehen, dann brauchen wir auch gar nicht hoch attackieren, weil dann laufen wir uns im Wolf. Und dann hast du eine Mannschaft wie Kiel, die das natürlich dann auch ausspielt. Und das haben sie uns in der ersten halben Stunde, 25 Minuten, eine halbe Stunde gezeigt. Dann haben wir auf Umstellung auf Raute mehr Zugriff gehabt. Dann war es ein bisschen besser. Aber letztendlich hilft uns das nicht, wenn wir im Nachhinein wissen, was besser hätte sein können. 6 Spieltage vor Schluss. Welche Möglichkeiten haben Sie noch, die Sinne zu schärfen jetzt? Also Geis sagt, klar, Abstiegskampf, es gibt nur noch ein Ziel. Wie kann der Trainer da noch einwirken? Ja, natürlich kann der Trainer einwirken. Er muss ja einwirken. Ja, sonst geht es ja nicht. Nur nochmal, wir haben jetzt noch 6 Spiele. Es hat sich letztendlich in der Tabellensituation für uns nicht Das sage ich auch seit 4-5 Wochen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, wir müssen unsere Punkte holen. Deshalb war ich auch froh, dass wir gegen Karlsruhe noch den Punkt geholt haben. Ja, und alles andere wird jetzt in den nächsten 6 Wochen nicht mehr zählen. Und das ist eben nicht die Saison, die wir uns vorgestellt haben. Und jetzt ist das Minimalziel, das haben wir aber auch schon vor 3-4 Wochen ausgerufen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Nur wenn wir meinen, es körperlos schaffen zu wollen, dann wird es schwierig. Noch eine Nachfrage. Sie waren damals nicht dabei bei der beinahe Abstiegssaison, der Horrorsaison schlechthin, die in der Relegation mündete. Auch damals war es immer so, dass alle eigentlich gesagt haben, der Club ist zu gut und der Club wird nicht absteigen, der wird nicht reinrutschen. Ist das die Gefahr, dass man vielleicht tatsächlich die Sinne in den Kopf gerade erreichen muss, dass wirklich jedem bewusst ist, dass man eben nicht besser ist? Nochmal, wir sprechen mit den Spielern, wir stellen sie auf die Situation ein. Also wir reden ja nicht davon, dass wir jetzt noch 18 Punkte holen, dann sind wir am Ende noch 7. oder 8. Davon reden wir seit Wochen nicht. Das haben wir ja auch eingesehen, dass wir mit unserer Zielsetzung daneben gelegen haben dieses Jahr, aus verschiedensten Gründen. Ja, und jetzt gilt es einfach wirklich für die letzten 6 Spiele alles rauszuholen. Darf man auch nicht vergessen, heute haben wir wieder 2 Verletzte. Ja, Fabi Nürnberger hat sich beim Aufwärmen verletzt, konnte auch nicht spielen. Mats Möller-Deli heute krank, Schindler krank. Ja, und wenn du natürlich dann in der Abwehr auch mal umbauen musst wie heute, dann, dass das nicht reibungslos läuft, habe ich vorher so ein bisschen die Ahnung gehabt. Aber du kannst dich trotzdem wehren, egal wie wir dann spielen, mit welcher Grundausrichtung, wie auch immer. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir mit den Spielern genug gesprochen haben, wie die Situation ist. Und alles andere, wir brauchen das auch nicht jetzt immer permanent zu machen. Sie müssen es einfach verstehen. Was ist mit Fabi Nürnberger? Was ist mit Camara, der auch vom Platz gehumpelt ist? Hat man da schon? Camara hat einen Tritt in die Achillessehne bekommen, musste raus. Fabi Nürnberger hat sich wohl in der Halbzeitpause einen Pass gespielt, hat dann beim Hüftbeuger anscheinend sich eine Verletzung zugezogen. Ging nicht. Also von daher müssen wir jetzt mal abwarten. Kann ich jetzt noch nicht sagen, was er hat. Aber wenn er sagt, er kann nicht rein, weil er sich ein Ziehen in einem Hüftbeuger gespürt hat, deutet das auf eine Muskelverletzung hin. Das passt dann auch irgendwo. Erklärt sich mir nicht, warum man dann in der Halbzeitpause sich Muskelfaser ausholen kann. Aber okay, passt dann gerade. Ja, Marcel, gegen Rostock hat es ja schon die mannschaftliche Geschlossenheit gelobt. Ich glaube, das war heute auch wieder etwas, was sehr auffällig war. Wie kommt das, dass das in den letzten beiden Spielen so gut geklappt hat und ja in den Spielen davor hat es da gefehlt oder? Ja, ich glaube, dass es in den Spielen davor auch da war, nur die Ergebnisse waren nicht da. Und irgendwann werden die Ergebnisse und die Leistung wird nicht mehr differenziert, sondern einfach gesagt, ja, da fehlt was. Ich glaube, in den Spielen davor war das auch da, nur kommt es jetzt halt mehr zum Tragen. Und wenn man auch mal in Führung geht, ist da auch nochmal was anderes und nochmal einen anderen Spirit dann, als wenn man mal Rückständen hinterherläuft. Und ich glaube, das war der große Unterschied, dass wir heute dann auch mal in Führung gegangen sind und diesen Elan mitgenommen haben. Und deswegen glaube ich auch, dieses Spiel dann über 90 Minuten beherrscht haben. Gibt es weitere Fragen? Ja. Auch nochmal an Marcel. Trotzdem war die Lust auf den Zweikampf und die Lust, den Ball zu erobern, extrem zu spüren heute für Holstein-Verhältnisse im Vergleich zu den Vorwochen. Ist das vielleicht doch ein Produkt dessen, dass ihr, um das Wort des Kollegen aufzunehmen für den SFC Nürnberg, dass ihr in den vergangenen Wochen die Sinne noch mal mehr geschärft habt, worauf es als Basic vielleicht im Fußball ankommt? Ja, so könnte man das deuten, aber ich glaube, das hängt auch viel vom Gegner zusammen. Ne? Heute haben wir gegen Gegner gespielt, der Fußball spielen will. Dann hat man auch die Chance, mal einen Ball zu klauen, einen Zweikampf zu führen auf dem Boden.
In den vergangenen Wochen haben wir auch oft gegen Gegner gespielt, die eher mal lange Bälle spielen. Da fällt der Ball runter und so ist es halt leichter, um mal einen Ball zu gewinnen, umzuschalten. Dann sieht es halt erstmal für den Zuschauer besser aus. Ich glaube, in der Vergangenheit war das auch so, dass die Jungs wollten, aber es ist einfach schwerer. Klar, die Sinne haben wir nochmal geschärft vor dem Spiel gegen Hansa Rostock. Jetzt haben wir da den Sieg geholt, jetzt heute mit dem Heimsieg, was auch wichtig war. Da haben wir seit langer Zeit immer daheim gewonnen. Aber ich glaube, die Jungs sind immer scharf, aber heute war es halt ein Tacken einfacher, weil der Gegner einfach auch Fußball spielen wollte. Und dann haben wir da Kapital draus geschlagen. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir noch unseren Gästen eine gute Heimfahrt zu wünschen und noch eine gute Restsaison und allen ein schönes Wochenende.